Ohren zu halten. Ah, das ging noch. Der Kaiser. Nachdem der Kaiser schon in der Nähe ist, kann man ja davon ausgehen, er könnte vielleicht sein Jagdschloss besuchen wollen. Das ist jetzt ja auch eine Besonderheit, dass das Jagdschloss nach langer Zeit wirklich mal wieder offen ist. Selbst wenn der Kaiser nicht kommt, wer kann denn heute sonst noch kommen? Heute können alle Besucher kommen, die Lust haben, sich hier auf dem Gelände umzuschauen und alle Möglichkeiten, die sie vielleicht hier selbst nutzen können, zu eruieren und zu sehen, ob es ihnen gefällt. Und ich finde es sehr schön, dass wir die Gelegenheit haben, jetzt endlich mal auch hineinzusehen oder so und auch sie mal kennenzulernen. Denn bisher war das ja doch mehr oder minder alles im Anonymen und im Dunkeln. Wie ein Geist, ne? Ja, es war tatsächlich so. Ja, man wusste, dass hier so eine Perle existiert, aber es war eben... Die Dame oder das Opfer? Danke schön. Sehr freundlich. Ja. Nein, wir bekommen hier keine Unterstützung. Wir sind sozusagen von außen gekommen. Wir stammen nicht aus der Region. Die Leute, die hier was aufziehen wollen. Und es war extrem schwierig aufgrund der jüngeren Geschichte, wer hier vorher drin war und so. Da waren dann Bekanntschaften, da waren einfach viele Aversionen, die sich über etliche Jahre weiter gehalten haben. Das hat zum Beispiel dazu geführt, wenn wir Handwerker angefragt haben, die wir gerne haben wollten, Tischler oder so, dass die uns dann erzählt haben, auf keinen Fall im Jagdschloss, da möchte ich nichts machen. Da waren ja vorher andere und wenn ich da einen Auftrag annehme, dann kriege ich woanders keinen Auftrag mehr. Wer war denn vorher hier? Ich meine, ich bin ja nicht gebildet, was war das? Die Gewerkschaften. Deswegen habe ich eben gefragt, ob Sie von den Gewerkschaften sind. Ach, hier war die Gewerkschaft drin, oder wie? Hier war ein privater Verein, der von im Vorstand waren DGB, Verdi und IG Metall. Ja, ja. Also, und haben Bildungsveranstaltungen für abhängig Beschäftigte gemacht. Das heißt also, Leute, die... unter anderem sich gegen ihre Chefs wehren sollen. Ja, klar. Und für uns, wir haben einen anderen Bildungsansatz. Wir möchten mit Leuten zusammenarbeiten, die unternehmerisch tätig sind und Gesellschaft verändern wollen, dadurch, dass sie etwas tun und Risiken auf sich nehmen, Mut zum Handeln haben. Und das ist, das hat zu Konflikten geführt. Jetzt werden also die Tiere, das Wild, durch die Bahn getrieben, durch die Lampen da hinten zu sehen. Und der Kaiser schießt also die Richtung um und gleich getroffen. Naja, er macht das nicht zum ersten Mal. Ich fühle mich hier sehr angenehm und auch vor allen Dingen aufgehoben. Die Natur und die Jagd, das ist eigentlich genau das, was meinem Naturell auch entspricht. Sie haben hier auch prachtvolle Gebäude, das Jagdschloss. Ja, ich weiß, aber ich bin lange nicht im Jagdschloss gewesen. Ich bin eigentlich immer nur 2 Tage hier zur Jagd und dann fahre ich dann mit dem Zug wieder zurück. Und deswegen bleibt mir wenig Zeit, im Schloss Quartier zu machen. Ich würde auch bitten, dass die Gruppe zusammen bleibt, dass wir dann zusammen auch in das Schloss gehen. Und das dreistöckige Jagdschloss mit 2 Flügeln Richtung Hannover stand im hinteren Teil, da wo jetzt ein Neubau steht, den wir als Gästehaus nutzen. Aber das ist alles mittlerweile umgebaut worden. Aber das können Sie ja noch sehen. Wir gehen jetzt einmal übers Gelände und ich erkläre was zu den einzelnen Gebäuden. Wunderbar. Eine regelmäßige Nutzung ist zurzeit noch nicht möglich, weil wir noch dabei sind, einzelne Gebäude zu sanieren und zu renovieren. Wir haben es allerdings geschafft, den hinteren Bereich schon in Betrieb zu nehmen und veranstalten selber schon Castle Camps, internationale Events. Das wird von außen nicht so wahrgenommen, weil es im hinteren Teil des Geländes ist, aber das hat schon große Aufmerksamkeit erzeugt und viele Leute angezogen. Thank you.
wünschen Sie sich im nächsten Jahr, wenn der Kaiser kommt? Wenn der Kaiser kommt, soll er sein Gefolge mitbringen und möglichst viele Leute, die auch an historischen Events Interesse haben. Wir hätten Interesse daran, hier auch Märkte zu veranstalten, historische. Und alle Leute, die Spaß haben, ein Gelände zu erkunden und sich hier zu erholen. Es kann privat angemietet werden für verschiedene Sachen. Wir sind dafür alles offen. Welcher Feldwebel? Für den Kaiser. Hat er irgendeinen Namen, oder? Ja, der Feldwebel hat ja auch einen Namen. Schubert heißt er. Okay. Aber das, ja, herzlich willkommen. Ich muss ja immer vorweggehen und gucken, ob der Kaiser auch hier rein darf. Ah, okay. Ne? Muss ja gesichert sein. Mhm.